Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoints. Ja, auch heute bei Ballerburger, Dr. Disco und Typhoon. Hey. Hallo. So, wir widmen uns der letzten Episode des Live-Events Operation Amber Sky. Jetzt wollen wir doch mal gucken, dass wir das ein bisschen flüssiger durchkriegen und nicht jedes Mal neu anfangen müssen. So, wie gehen wir vor? So, ich nehme mir den Helikopter, du kommst mit. Du kannst mich oben drauf absetzen und ich versuche dann da runter zu gehen, ja? Du kannst von mir aus, ich fliege dich ganz hoch und du fliegst mit einem Fallschirm rein. Das können wir auch so machen. Besser als jetzt gelandet. Besser als wie ich das ganze Lager da trigger. Hier sind Wolves. Uja. Legion, hier ist Nomad. Over. Moment. Ein Kollege von Dr. Ballard wird gezwungen, an Amber Ruin zu arbeiten. Moment. Er hat versucht, samt seiner Arbeit mit einem Flugzeug zu entkommen, aber er hat es nicht geschafft. Finden Sie Finlay und eskortieren Sie ihn zu Dr. Ballard am Abholpunkt. Seine Arbeit ist der Schlüssel für das Gegenmittel. Er wird auf dem Flugfeld der Whalers Bay festgehalten. Da kommt man allerdings nur aus der Luft rein. Verstanden. Nomad out. Alles klar. Also Biwak, ja? Wir starten jetzt den Biwak. Hammer. Hätten wir das auch schon durch. Dann nehme ich mir meinen Stealth-Helikopter, damit ich dich von oben absetzen kann. Ah, ich habe an der Vector immer noch einen Granatwerfer unten dran, merke ich gerade. Den sollte ich auch mal ausprobieren, ne? Vorbereitung, Ressourcen, EP-Gewinn brauchen wir nicht. Waffencheck. Alles klärchen. So, bereit? Ready. Mitkommen. So, ja, ich guck mal, wo bist du? Junge, ist das dunkel hier. Was hat man Erdeleiten gehört zu haben? Hast du gesehen? Nee. Einen Fragezeichen aufploppen lassen. Ausrufezeichen hier oben, Fuße des Berges. Lasst euch nicht erwischen. Wo waren hier die Rampe? Da. Stieg mir nie über den Haufen. Yo, let's go. Du siehst das viereckige Gebäude da unten, wo der Punkt ist? Ja. Ich flieg dich jetzt ganz hoch. Da musst du von oben rein. Ach, die Höhe reicht mir schon. Komm, der Helikopter überholt euch. Boom. Alles klar. Eben mal deaktivieren das Ding. Geh schon mal vor. Gerade sagen, schneid nach auf. So. Stell dich davor. Nicht jetzt. Geh einen Schritt zurück. Guck rein. Du musst die Typen jetzt ganz schnell totschießen. Wo ist der? Nicht tragen. So, jetzt kann ich freilassen. Ach, die schießen hier oben durch. Pass auf, Alter. Ich arbeite mit Dr. Ballard. Wir warten erstmal. Die kommen durch die Tür nicht durch. Wir können von hier oben jetzt. Ist zu riskant. Scheiße rechnen lassen, was ich jetzt mache. Ich kann es nicht zurücklassen. Und die kommen hier nicht rein. Dann
haben, haben wir wohl keine Wahl. Kommen Sie. Pass aber auf, wo du hinschießt, ne? Naja. Ich bin auf dem Dach. Alter, man kann es echt übertreiben. Alter, weißt du, was hier unten los ist? Was ist? Hunger, was schießt ihr da? Euch ist einer im Haus, ne? Sehr gut. Hier vorne. Komm nicht dran. Ach, da kommst du noch nicht mal drüber hier. Ich schlepp den Typen bis ganz unten hin, ne? Wir sind hier reingekommen, Romano. Nur, dass du Bescheid weißt. Wenn du die Tür aufmachst, dann kommen die rein. Nee, die Tür ist zu. Hier ist alles zu. Dann war der noch im Haus drin, ne? Ja, einer ist noch im Haus drin. Die Handgranate ist direkt neben mir geplatzt. Hackvorgang läuft. Na, hier draußen ist schon alles. Alles mausetot. Ja. So, ich gehe schon mal zum Flugzeug. Hombre. Vergesst aber nicht wieder den Typen im Haus, ne? Nee, nee, der kommt doch hinterher. Was willst du warten? Nimmt der Helikopter? Los, hast du gesoffen? Ja, Schluck auf jetzt. So, Passagier. Nicht starten. Warte, bis Johnny eingestiegen ist. Der kommt sonst nicht auf sein Leben klar. Alles klar, Vollgas. Verdächtiges Geräusch. Hört man ja nicht immer so ein Flugzeug. Pass auf die Palme auf. Es ist ein Novichok-Kampfstoff. 10-mal tödlicher als das VX-Nervengas, das Raven's Rock nach Aurora gebracht hat. Das Gas verflüchtigt sich nicht so schnell. Vielmehr steht es tagelang in der Luft. Die physiologischen Effekte sind grauenhaft. Heftige Muskelspastiken, unermessliche Schmerzen und ein Druck auf der Lunge, der die Atmung behindert und letztendlich zum Tod führt. Es ist mit NATO-Ausrüstung nicht aufspürbar und Sentinel will es wie ein Fertigprodukt massenweise verkaufen. Dr. Ballard wird ein Gegenmittel finden, ganz sicher. Hoch. Yes, very good. Nein. Oh. Nicht, dass du den noch redest, weißt du? Was ist das? Sie orten uns. Das Flugzeug muss verwanzt sein. War auch zu schön, um wahr zu sein. Bereit für diesen Kampf.
Scharfschütze. Verlassen das Gebiet, gehen Sie zurück. Hab schon gemerkt. Alles klar. Guck mal, was die geschrotet werden. Hier ist einer, Scharfschütze. Der Rasenmäher ist geil. Der Schredder. Der haut das ganze Unkraut weg. Alles klar. Gleich. Zwei Stoßtrupps. Uwe macht hier alles kaputt. Keine Überlebenden. Ja, sobald die aufploppen, kriegen sie sofort volle Ladung. Da kommen wieder welche. Stoßtrupp. Hier vorne habe ich noch welche gesehen. Da vorne. Letzte. Sprechen Sie mit Dr. Ballard. Sehr schön. Warte, noch am Weg. Warte auf mich, ne? Ja. Wachsam bleiben! Lief doch wie am Schnürchen, ne? Ich habe Ihren Mann, Dr. Ballard. Es war ziemlich knapp, aber wir haben es heil aus dem Hinterhalt herausgeschafft. Danke. Wenn Nathan und seine Arbeit in Sicherheit sind, haben wir, was wir für das Gegenmittel brauchen. Ohne Ihre Hilfe wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, Dr. Ballard. Das Gegenmittel ist unsere einzige Chance, diesen Irrsinn aufzuhalten. Drastische Heilmittel. Geile Sache. Wobei ich das Event echt kurz fand, ich sag mal, kann ich da echt gar nicht meckern. Dass die ständig immer noch so kleine Events raushauen. Wir könnten auch eventuell mal gucken, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, dass wir alte Events neu auflegen können, also wirklich neu spielen können, weißt du? Dass wir aber dieses das Rebellion... Mit dem Terminator war auch nicht viel länger. Da gab es doch nur zwei Phasen. Aber das fand ich gar nicht mal so schlecht. Naja, das war jetzt auch nicht schlecht. Also bis auf das mit dem Flugzeug, ey. Also ehrlich. Das hat mir den echt den Dings geraubt, ey. Naja.
So, meine Freunde, das war's mit Let's Play Together, Ghost Recon Breakpoint, Operation Amber Sky. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert die Videos, liked schön. Wir sehen uns spätestens bei der nächsten Staffel oder dem nächsten Live-Event wieder. Alles klar.